Die Vergangenheit holt uns immer wieder ein. Oft denken wir, wir hätten in den schlimmsten Situationen anders handeln können. Doch wenn wir intensiv darüber nachdenken, dann konnten wir es niemals verändern. Der Gedanke an einen geliebten Menschen oder auch der Gedanke an einen sehr schönen Ort, an dem man eine gute Zeit verbracht hatte, füllen unsere Erinnerungen. Doch auch wenn du an den Gedanken sehr stark festhältst, wird die Person oder auch die Zeit nicht zurückkommen. Du musst akzeptieren, dass es vorbei ist, dass es nur noch eine Erinnerung ist. Akzeptiere den Verlust und mache weiter. Mit dem Gedanken an einen geliebten Menschen steigen wir heute in das neue Most Wanted Video ein. Was erwartet dich heute? Heute wird es romantisch, liebevoll und aber auch tiefgründig. Heute wird das im Oktober erscheinende Silent Hill 2 Remake angeschaut. Ich denke, wenn Blobber und Konami alles richtig machen, sich die Kritik der Fans auch zu Herzen nehmen, dann kann das neue Silent Hill genau das werden, was Silent Hill 2 verspricht und was wir uns als Silent Hill Fans auch so lange wünschen. Wenn du dir gerne Film- und Gaming-Content anschaust, dann abonniere gerne meinen Kanal und bekomme immer pünktlich all meine neuen Videos. Für alle wiederkehrenden Zuschauer, ganz großen Dank für das Vertrauen und stellt euch die Glocke nochmals ein, falls euch das Video verspätet angezeigt wurde. Möge die Liebe stark mit euch sein. Jetzt schauen wir uns das neue Remake von Silent Hill 2 an. Dann wünsche ich euch viel Spaß bei dem Video und bin gespannt, welche Kommentare ich zum Silent Hill 2 Remake zu lesen bekomme. Vamos! Es geht heute um die bewegende Geschichte in Silent Hill. Hier beginnt die Geschichte des Spiels mit dem Protagonisten James Sunderland, der auf der Suche nach seiner verstorbenen Frau Mary ist. Sie hat ihm einen Brief geschrieben und erwähnt, dass sie auf ihn warte, in dem schönen Örtchen Silent Hill. Doch sie ist bereits 3 Jahre tot. Ohne zu überlegen, hat sich James in sein Auto gesetzt, um sie zu suchen. In Silent Hill angekommen, muss er feststellen, dass dort sehr komische Dinge vor sich gehen. Unheimliche Gestalten treiben sich dort herum und ganz viel Nebel zieren das Stadtbild. Ein trostloser Ort, alles wirkt so unwirklich, aber er will sie unbedingt finden, er will sie endlich wiedersehen. James ist nach dem Tod seiner Frau Mary in ein sehr tiefes Loch gefallen. Große Schuldgefühle und Depressionen jagen ihn seitdem. Das motiviert ihn zusätzlich, immer weiter zu suchen, obwohl er sie gar nicht finden kann. Er hat es sich zum Ziel gemacht, Mary um alles in der Welt zu finden, um seinen Schmerz endlich lindern zu können. Es ist ein Blick in seine Seele. Das führt im Verlauf der Geschichte aber dazu, dass er des Öfteren an seine Grenzen stößt, weil die Stadt ihn auf die Probe stellt. Man spürt die Einsamkeit, die Gebäude fühlen sich verlassen an, nichts scheint so zu sein, wie es ist. Ist diese Geschichte wahr oder ist sie nur ein Streich seiner Psyche, um mit all dem klarzukommen? Irgendwann trifft James auf eine Frau namens Maria in einem Park. Sie sieht seiner Frau zum Verwechseln ähnlich. Sie hilft ihm dann auch auf seiner Reise durch Silent Hill. Er kann sich seinem Trauma endlich stellen und akzeptieren, was passiert ist, wenn er es zulässt. Ihr hört es bereits, ich denke an die Geschichte, als würde ich sie das erste Mal erleben. Absoluter Nostalgie-Kick. Das neue Silent Hill kann etwas Großes werden, wenn Blobber von Konami richtig angeleitet wurde. Aber man muss Blobber auch seinen kreativen Weg gehen lassen. Dazu zählt eine neue Vertonung, neue Charakteranimationen und ebenfalls neue Umgebungen. Man wird dem neuen Silent Hill 2 eine Chance geben müssen. Es bringt auch nichts, das Original Silent Hill 2 vorher zu spielen, denn dadurch wirst du befangen in das Remake reingehen. Was bis jetzt auch noch zu erwähnen bleibt, ist, die Umgebungen sehen bis jetzt schon sehr gut aus. Zwar muss noch an der Ausleuchtung gearbeitet werden, aber hey, das wird bestimmt noch gut gehen bis Oktober. Erfrischend wird auch, dass die Geschichte weitestgehend gleich bleibt, doch der Ablauf verändert wird. Dadurch fühlt es sich sehr nach Silent Hill 2 an. Nach dem zuletzt gezeigten Gameplay bleibt aber noch zu hoffen, dass Blobber ein echt beschissenes Marketing hat und wir ein absolut reines, tolles Remake bekommen, mit dem wir alle nicht gerechnet hätten. Siehst du das genauso? Dann schreibe gerne einen Kommentar dazu, ob du Silent Hill 2 als das Remake siehst, das ein Erfolg werden kann oder ein Totalschaden. Wie stufst du es ein? Ich bin gespannt, was du schreibst. Einige Fragen bleiben allerdings noch offen. Wird es wieder unterschiedliche Enden geben? Wird die Geschichte neu interpretiert werden? Kommen neue Charaktere hinzu? Ist Silent Hill größer als früher? Wir werden es sehen, wenn Silent Hill 2 Remake im Oktober im Warenkorb liegt.
Wie fasse ich das Ganze jetzt nochmal für euch zusammen? Ich freue mich sehr auf die neue Reise zu Silent Hill. Ich kann es kaum erwarten, in die tolle Geschichte einzutauchen. Es wird einfach sehr spannend sein, das Abenteuer mit James Sunderland wieder mal zu bestreiten. Unzählige Charaktere werden meinen Weg begleiten, mich an die Hand nehmen, um meinen Weg zu finden, aber auch um meine inneren Dämonen darzustellen. Es ist sein Trauma, das ihn fast verrückt macht, der Wille unbedingt seine Frau Mary zu finden. Seine Selbstzweifel sind spürbar, seine Angst vor der nicht ausgesprochenen Wahrheit greifbar. Er will nur mit ihr wieder zusammen sein, auch wenn es nur für einen ganz kurzen Moment ist. Das ist sein größter Wunsch, sie einmal wieder in den Armen zu halten. Ihr Tod kam einfach zu schnell. Aber auf was ich noch neugieriger bin, werden wir durch seine Augen Silent Hill noch tiefer erkunden können, fühlen, was er fühlt, seine Kämpfe austragen, sein Leid über den Verlust seiner Frau Mary noch mehr spüren. Werde ich auch im Verlauf der Geschichte etwas mehr über James als Person erfahren? Aber was noch wichtiger sein wird, wird Silent Hill uns allen den Weg zeigen können. Eins ist auf jeden Fall klar, dass James am Ende erkennen muss, dass dies nur seine Reise ist. Die Reise zu sich selbst. Ab dem 6. Oktober 2024 können wir uns wieder unseren Gefühlen stellen. Silent Hill 2 Remake erscheint für PlayStation 5 und PC. Möge die Liebe stark bei euch sein. Denkt an eure Lieben und bleibt schön steif. Drink a beer.